So. Und herzlich willkommen zum weiteren Part von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Gold Edition. So, und weil David jetzt fressen geht, mache ich den Part alleine jetzt. Und wir gehen jetzt in diese komische. Oh Gott! Diese komische. Oh Gott. Ja, die hat auch immer so ein Gesicht bekommen, Alter. Und. Was ist das? Ja, gehst du doch immer so, wenn du dich morgens im Spiegel siehst. Nee, da rege ich schlimmer. Nein, rein da. Ich bin nicht gut in Jump'n'Runs, das wissen wir alle. Das muss man nicht unterbrechen. Nur super. New Super Mario Bros. U Speedrun. Ich hab die ganze Zeit um den Kreis um die letzte Münze renne. Aber wir haben die Goldtruhe. Also ich bin trotzdem krass. Halbwegs. Und wir bekommen wieder ein geiles Item. Vermutlich eine neue Waffe. Ja, Turbine. Mann, sieht die geil aus. Wenn du es nirgendwo ansehen könntest. Haha. Schönen Dank, dass du mir das sagst, dass ich immer noch keine Mentor habe. Sorry. Jetzt gehen wir wieder aus der Matrix raus. Rabbits. Blub. Und Feuer. Und wir gehen in die Röhre. Rolling, 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 rolling. Und raus da. So. Was ist das? Oh, wir sind Meistertechniker. Cool. Also wir sind auf jeden Fall jetzt Meisterbuilders. Was? So irgendwie lustig, aber auch irgendwie sinnlos. Keine Ahnung. Toadette! Nice. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Oh, mir geht's gut. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist Prinzessin Peach. Mario, kannst du in den Pilzpalast zurückkehren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Ganz sicher nicht. Wir müssen Dingens finden. Wir müssen ein Bild finden, bevor. Nachricht! Noch eine Nachricht! Aber dass ihr weit gekommen seid. Ein weiser Mann sagte einst, wenn ich einen Baum in 3 Stunden fällen soll, dann schärfe ich 2 davon meine Axt. Cool! Princess Rabbit ist definitiv beeindruckt. Ich rate euch dringend zum Pilzpalast zurückzukehren und genau das zu tun. Bereitet euch auf die Geburt der Schlacht vor. Das ist ja alles schön und gut, aber wie? Sicher fragt sich aber wie, aber in der Zeit, worauf mir zu leben, habe ich mein Betriebssystem aktualisiert. Okay, wir können uns jetzt teleportieren. Nice. Und ich will endlich auch Zugriff aufs Dingens haben. Damit ich meine neuen geilen Waffen auswählen kann. Habe ich jetzt einen. Da klebt ein Goomba. Finde ich gut. Also man muss hier irgendwie auch auf den Hintergrund achten. Weil im Hintergrund auch was ganz Lustiges manchmal wieder mal passiert. Mario, zum Glück geht's dir gut. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du hast es bestimmt schon bemerkt. Im Pilzkönigreich herrscht Chaos. Du musst etwas unternehmen, Mario. Mario! Oh, wir sind deine neuen Freunde. Verzeiht, Euer Majestät. Ich bin Bibo. Ein autonomer, intelligenter, wissenschaftlicher Forschungs- und Einsatzassistent. Cool. Verstehe. Peach ist sichtlich beeindruckt. Ja, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Also richtig einen Namen gegeben. Rabbit Luigi, das ist Rabbit Peach. Richtig gut. Rabbit Peach ist beste. Bau ab! Wie dumm die aussehen. Also ich finde Rabbits irgendwie lustig, aber irgendwie voll behindert. So wie halt sie halt sein sollen. Und jetzt bauen sie da. Das ist eine Bild. Ja, okay. Wie können die überhaupt was bauen? Die waren sehr fleißig. Ja, ich will immer noch mein Inventar. Ja! Das ist das Ding! Da ist dieses komische Gerät!
Oh cool, das ist wie so eine Einsatzzentrale jetzt. Vermutlich können wir da auch neue Rabbits anheuern oder so einen geilen Scheiß. Wie in XCOM mäßig. Ja, das sieht mir aus wie so eine Einsatzzentrale. Da ist ein Schloss, hier ist eine Waffenkammer. Oh, die neuen Waffen werden angelegt. Waffenauswahl. Ich kann mir Sachen kaufen. Das Ding macht was Sprungschaden. Also wir haben neue Fähigkeiten mit dieser Waffe, ganz eindeutig. Das macht das Ganze schon mal viel besser. Wir können auf Feinde springen. Und hier können wir Leute mit Honig einsammeln. Außerdem machen wir bei Sigi 20% mehr Schaden. Also ich weiß nicht. Ich meine, wir können hier... Es gibt Sekundärwaffen? Wait. Und wir können auch nicht auf die Sekundärwaffen zugreifen. Deliziert. Also ich bin irgendwie an diesen Sprungattacken begeisterter als am Honig. Weil dieses schnelle Ausschalten eher mein Ding ist. Gut, dann springst du so eine Waffe. Easy. Mario. Ja, okay. Zugewiesen. Peach. Peach kann den Honigblaster auch haben. Aber der ist jetzt zu teuer. Das Zeug. Jo, wie die zusammengefahren aussieht. Alter. Das Ding sieht übelst krank aus. Feuerschaden. Gegen Hopster, 30% Chance. Stoßschaden. Wir können Leute rund durch die Gegend schicken. Cool, aber wir brauchen mehr Geld. Wir sind pleite. Und Teamauswahl. Ja, der ist definitiv dabei. Die... Gut, also wir können noch mehr Rabbits und... Also ist das ein Yoshi? Cool. Also, es kommen noch ein paar Leute dazu. Aber wir haben jetzt erstmal die neue Waffe für Mario. Und wie kommen wir in die restlichen Gebäude? Und hier ist eine Bombe oder so. Also nicht mal alles drei Bomben. Gut, also... Wir sollten noch angucken, was sie hier anfangen zu bauen. Was die... Ja. Aber die Schilder sind auch super. Die sind echt von Intelligenz gekrönt. Wo muss ich hin? Wo gehe ich jetzt? Gehe ich in den Palast? Soll ich in den Palast gehen? Keiner weiß es. Auf jeden Fall geht's hier zu den anderen Sachen. Die Waschmaschine. Das ist eine Art Portal jetzt. Cool, ja, ist eine Zeitmaschine. Easy. Und das ist eine Art Aussichtsdingens. Eine Art Aussichtsdingens. Ja, ich bin eine Art Intelligenz. Eine nicht wirklich gute. Ah, hier sind diese komischen Gegenstände. Oh, das sind Kunstwerke. Cool. Also einfach nur so Sammelgegenstände. Ich dachte schon, das wäre irgendwas Gutes. Und es geht weiter. Dann gehen wir mal weiter. Dann lassen wir uns mal wegbomben. Mario rennt ja auch nicht behindert. Irgendwie nicht sinnlos, aber irgendein Button. Oh! Ach so, das sind Knöpfe, mit denen wir diese Blöcke wegkriegen. Ah. Aha. Hier noch eine Münze? Ja, da. Ha! Irgendwas Goldenes. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht.
wirklich, wäre nicht schlecht. Komm. Und eine neue Waffe. Ich habe nicht gesehen, welche Waffe, aber die können wir uns später haben. Und jetzt immer nicht gelernt. Na dann, schießen wir uns an die Front. Ladescreen. An der Front. Münzen eingesammelt und zack, 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 zack. Eine Rolle. Gefahr von oben. Und da hinten ist wieder Rabbit-Gebiet. Na dann, in die nächste Schlacht. Ein neuer Rabbit. Ah, das war mit Hopsa gemeint. Das war mit Hopsa gemeint. Gut, also die Rabbits haben neue Einheiten. Und wir haben neue Waffen. Von der Trottel. Hopsen der Gegner. Ja, ich bin intelligent im Teamsprung. Oh, das Battlefield ist ein bisschen größer. Dann plane ich mal. Also wir können hier und hier hochgehen, links und rechts, und dann die einfach von oben voll wegballern. Wir können auch von oben mit Marios neuer Waffe auf sie draufspringen. Mario hat ja den neuen Sprungblaster. Ah. Aber wie kommen die da hoch? Also sie könnten sich gegenseitig da hochbohren. Katapultieren. Hm. Gut, dann. Nach einer guten Dreiviertelstunde Spielzeit, wie ist bisher deine Meinung? Ist ein cooles Spiel. Also, ich muss sagen, ist cool. Meinst du, es wird sein Geld wert? Weil ich habe den Preis noch gar nicht genannt. Also, die normale Edition, wenn man es jetzt im Laden kauft, die ja letztes Jahr erschienen ist, bekommt man für 40 Euro neu und ich glaube für, keine Ahnung, irgendwie um die. Oh. 35 was gebraucht bei Amazon. Und die Gold Edition, die ja heute am Freitag, den 26.06. erschienen ist, kostet 59 Euro. Oder bei manchen denen gibt es auch so einen für 55. Okay. Aber ich bin da gepartnert und bekomme das ganze 6 EBD, aber das ist der reguläre Preis, den man es eben kauft. Der Typ ist hier vermutlich auch aus der Reichweite, deswegen machen wir immer weiter. Aber das Game habe ich leider nächsten Tag früher bekommen, sonst. Ich bekomme nicht alles früher. Das ist das Belastende. Oh, die Dinger können zerstört werden. Das ist ja noch geiler. Und jo, okay, die kommen beide mit ihrem Gehüpf-Scheiße. Aber sie können Peach noch nicht treffen. Noch nicht. Vermutlich nach dem Angriff von dem hier ist Peach freigelegt. Was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde. Ja. Okay, fuck. Das ist nicht gut. Peach. Muss da runter in Deckung. So, von da kann sie vermutlich auf diesen Ziggy-Typen beschießen. Ah, shit, wir hätten eine Angriff machen können. Ah, das ist ärgerlich. Aber den haben wir gekriegt. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mit Mario diese neue Attacke ausprobieren. Also ich weiß nicht, ich mach's aus der Deckung hier. Mal gucken. Wie lange das neue Waffe funktioniert. Ich kann jetzt auf ihn schießen oder auf ihn draufspringen oder hä? Oder? Na, fuck. Schockschade. Na dann. Neue Waffe. Das war's jetzt noch nicht, aber das war jetzt nicht das Wahre, aber fuck it. Also ich könnte ihn von hier beschießen. Ich könnte aber auch den hier von Peach da hochschießen lassen.
Aber dann wäre es voll im Blickfeld. Dann schieße ich ihn dahin. Oh, das kann länger dauern, so. Im Blickfeld habe ich sie nicht. Gut, Gegner. Sie werden wieder die Deckung zusammenschießen. Aber da sie jetzt in Reichweite von Mario sind, wird er mit seiner neuen Waffe auf sie drauf hüpfen können. Oh, das wird cool. Mario? Kannst du auf sie drauf hüpfen? Hallo? Achso, das macht aber mehr Sprungschaden. Macht übelst oft die Angst, dass irgendwelche Leute Fortnite zocken von meinen Freunden. Ich hab direkt gemacht, Alter. Das ist das krass gehypteste Game auf der Switch. Was hast du? Scheiße veranstaltet. Ja, geil. Ganz easy gesagt. Aber die kannst du beheben. Nee, kann ich nicht beheben. Schießt du jetzt mal! Na dann. Dann wird Mario den Angriff ausführen. Hier hintergehen. Und ihm anschließend wieder eine reinballern. Diesmal auch nicht mit Treffen. Cool. Ja, jetzt. Das Ziel ist quasi eben alle Gegner zu erledigen, wie ihr aus den ersten beiden Parts schon bemerkt habt, hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich, sonst kapiert ihr nicht. Sollten wir sehr eure Intelligenz in Frage stellen. Das tue ich wie bei 90% meiner Community. Nein, Scherz. Alles. Du bist sehr freundlicher Mensch, David. Ja, voll. Wir könnten hier vorgehen. Aber nee, dann springen sie uns auf den Deckel. Nee, das lassen wir mal. Dann wie ihr seht, ihn. Was ihn, mach ihn kalt. Mach ihn kalt. Sinnvoll. Nein, er hat überlebt. Er überlebt einfach. Uiuiuiui. 3 Leben. Gut, gegnerischer Zug. Ich glaube nicht, dass ich das in Time schaffe. Das wird diesmal leider kein Perfekt. Er hat 50% Chance auf Mario. Er hat 100. Oh nein. Luigi. Und. Unerwartet, aber läuft. Und der hat vermutlich dann auch gleich. Wie gesagt, das wird später halt richtig heftig. Cool. Als ob er nicht aufmacht. Achso, der hat 100%. Weißt du was? Nee, Peach, du machst nichts. Du. Ja, ach, ich will nicht mit dir. Du. Nee, du auch nicht. Wen kann er? Was kann er machen? Wir können. Ich kann ihn hier hinsetzen. Nee, ich setze ihn hier hin. So, jetzt knall ihn ab. Jetzt erstmal weg. So, aber wenn der weg ist, kann sie vor. Das letzten beiden Stolzfrede. Ja, und jetzt probiere ich Marios Mist aus. Okay. Also ich kann nicht auf die Feinde. Ich kapier's nicht. Wie funktioniert das mit dem Draufspringen? Wie? Genau, funktioniert das mit dem Draufspringen? So offensichtlich nicht. Ach! Was habe ich gerade für eine? Habe ich gerade eine 100 Chance oder? Oh ne, eine 50 Chance. Ist ja easy. So wird's gemacht, Alter. Ja, GG. Du einfach die anderen Rabbits nimmst, um drauf zu springen. So, piu. Er lebt noch. Uiuiui. Fünfter Feind. Also ich meine, das sieht es jetzt mal ein bisschen in die Länge. Ist ja nicht gut. Ah nein, Luigi. Bleib hier am Leben. Du Miststück. Jetzt gehen sie dahinter. Alter, du Miststück. Nein, der kriegt die ganze Zeit auf die Fresse. Er soll aufhören, sich abknallen zu lassen. Das ist deine Schuld. Genau, jetzt ist es meine Schuld. Ja, du steuerst die doch. Ja, okay, ich muss ihn als Sprungbrett benutzen. Luigi, du darfst ihn halt töten, okay? Nein, ja.
So, und in dem Rennen, in den letzten. Den tun wir jetzt mal trittieren. Ich glaube, ich. Mama, wie weit kommt Mario? Oh, nicht so weit. Cool. Peach, du darfst, glaub, nur hier hin. Aber was, ich habe nur eine 50% Chance. Okay, wenn Peach nicht trifft, ist die ganze Sache im Eimer. Und Peach ist tot. Nein, Peach ist angeschossen. Wir gehen auf Risiko. Auf ihn. Das geht nicht. Warum, Mario? Du Verräter. Der bringt einfach neben ihn und macht ihn dann so seitlich kalt. Seitlich frontal von hinten. Piu! Oh, schön, die zu fliegen zu sehen. Schockschale. Meinst du, das nächste. Das könnte, vielleicht macht das nächste Nähe mehr Schaden. Hä? Ich kapier nicht, wie diese Waffe funktioniert, aber läuft. Okay, ich kapier nicht, wie diese Waffe funktioniert. Lol. Das soll mir jetzt aber auch mal. Weißt du was, Luigi darf. Bring ihn um, Luigi. Luigi Rabbit, besser gesagt. So. Alter, der hat viele Leben. Hätte ich nicht gedacht. Nur gut, dann kriegt er hier einen Schuss auf mich. Nee. Und von der Peach. Rabbit Peach, bitte. Von der Peach! That's the Rabbit Peach. Kriegt er auch nochmal eine. Hallo, Mister. Voll in die Fresse. Aber er lebt immer noch, der hat viele Leben, der Typ. Also muss noch einmal treffen. Gut, Junge, diese Raserei, ne? So, aber jetzt ist er weg. Mit Movement getötet, wie kann das passieren? Genau. So, das war die Schlacht und damit beenden wir den Part. Im nächsten Part geht es weiter. Typen, perfekt. Ja, geil. Ja, geil. Also, ja, geil. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ciao.